Willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. In dieser Folge werden wir erstmal ins Bettchen gehen und in der nächsten, am nächsten Tag gehen wir zu diesem Ausrufezeichen und dann hoch zur Höhle. Wir schauen nämlich gerade alle Höhlen an. Hier soll nämlich, die am Strand soll die Tauchausrüstung haben, die wir brauchen. Meine Community sagt euch gerade herzallerliebst Hallo, deswegen lasst ganz viel Liebe da. Und ich spiele mit Furtis und Maxify. Könnt ihr auch unten in der Beschreibung abchecken. So, ihr kleinen Stinker. Nur, du hast sie verpasst. Was denn? Da war gerade eine Frau mit drei Beinen. Und What? Drei Armen. Ja. Und ihr seid natürlich wieder aus dem Häuschen. Bleib stehen, ich hab dich gleich. So. Wo muss ich da am Strand? Also wirklich, Leute, reißt die Riemen. Zeig mal. Glu, umzingelt sie. Warte mal, ich will das mal beobachten. Ach, da läuft sie, ja. Ich sehe schon. Sie ist voll schnell. Ja, die ist richtig schnell. Voll ja, die gruselig. Hat ja auch drei Beine, das ist voll unfair. Die sagen, nicht ich die Frau verletzen, nicht verletzen, nicht verletzen. Ja, ich lese es auch gerade. Die Frau hilft euch bei der Verteidigung. Okay. Oh. Also ist das anscheinend nett. Aber kannst du trotzdem umbringen. Dann lass uns mal schlafen, dann kann ich sie mir beim helllichten Tag anschauen. Ich bin so heiß. Die rettet die Frau, alle schreien, die ist harmlos, deswegen ist sie so schnell, ne, damit ihr die nicht eliminieren könnt. Oh. Deswegen, also extra schnell eingestellt. Geil. Ja, leider gab es die Pistole nicht mehr, das heißt, bis zum Spielende werde ich wohl eine Pistole spielen. Okay. Du kannst sie dir wahrscheinlich immer neu holen einfach. Dann Essen, Trinken. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe Fisch draufgehauen. Ich habe einen vergammelten Fisch. Gnu füttert uns vergammelten Fisch. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab den gebraten. Gnu, willst du, dass ich vergammelten Fisch trinke? Das würde ich niemals wollen. Also gebratenen vergammelten Fisch ist bestimmt nicht besser. Ich wollte euch fragen, ob ihr Lust hättet, dass wir jetzt die Höhle hier am Strand machen, da hinten, und dann davor das Ausrufezeichen holen. Ja. Okay. Ja. Was zur Hölle passiert hier? Ich kann nochmal Knochenrüstung machen. Schnell. Knochenrüstung, Handgefall, Katzenfutter, Knochenrüstung. Vier Knochen. Fische roh geben genauso viel wie gebraten. Zwei, drei, vier. Also muss man Fische gar nicht. Oh. Dann brauche ich ein Seil und Klebeband. Hab's. Sehr schön. Gut. Dann Ausrufezeichen. Ihr Süßis. Ja, und ich habe gelesen, ne, dieser Schocker und so weiter, die laden sich mit der Zeit wieder selbst aus. Ah, nice. Und die Taschenlampe haben wir jetzt endlich. Die Taschenlampe haben wir Solarschläger. Nice. Nice. Kann man sich die Karte auch ganz anschauen? Nee, ne? Ich habe mir noch ein paar Mal Rüstung gemacht, nur ich habe jetzt dreimal die Dinger. Sehr gut. Rüste dich aus. Knochenboy. War das jetzt eigentlich die schwerste Höhle, die wir gerade gemacht haben? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich glaube, die haben wir nur Was Wo haben wir da rausbekommen überhaupt? Ihr seid schon weg, tschüss! Tschüss! Ich bin noch hier, ihr seid schon komplett weg! Man kann den freundlichen Mutanten GPS geben. What? Freundliche Mutanten? Ich kann drei Waffen nehmen und so. Oh. Ja, dieser Mutant, der da rumläuft, der ist freundlich, der kann man anscheinend GPS geben und dann auch Waffen geben. Ach so. Und die kommt dann mit? Crazy. Kann man da sagen, dass die mitkommen soll? Ich weiß nicht. Wäre cool, ne? Wollt ihr vielleicht eine Minute auf mich warten? Ja, natürlich. Ja, sobald wir da sind. Ich esse so lange ein paar Heidelbärchen. Nam, 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 nam. Ja, wir müssten eigentlich Palle dafür beauftragen, dass er uns ein paar Fische holt. Ja, das wäre cool, oder? Dass der in der Zeit es macht. Okay, warte, ich sag ihm das. Sag ihm, hol ein bisschen Fisch. Gnu, nicht weiter rennen. Okay. Ein bisschen Fisch. Hol. Hey, es gibt keine. Ich kann nicht Fische auswählen, es ist kein Wasser in der Nähe. Echt? Na ja, mach mal, wenn wir zurück sind. Aber der ist doch. Ist der nicht mehr dort? Da, er ist hinter mir. Okay. Das ist mein Freund, damit ich nicht die ganze Zeit alleine bin, Gnu. Oh. Ja, weil du immer wegläufst. Nein, ich bin nur so im Tatendrang. Ihr glaubt nicht, wie lange ich auf dieses Spiel gewartet habe. Jetzt spiele ich das mit meinen Freunden. Das macht mich total glücklich. Ich bin richtig, richtig euphorisch. Ich will Höhle am Strand. Die Höhle ist voll weit weg. Ja. Sicher, dass die Höhle ist? Ja, ich glaube schon. Weil eine andere war ja nicht direkt am Strand. Ich hoffe. Aber wir müssen eh in jede Höhle rein. Das ist korrekt. Zu ihm echt leben.
Nimm's nicht so jetzt, wörtlich. Jetzt, wo du sagst, stimmt, ja. Nein, Maxi, das ist nicht so. Okay. Ist voll schön. Seitdem ich streame, habe ich knapp 4 Liter getrunken in 4 Stunden. Aber warum trinkst du so viel? Wie kommt denn das? Nein, zu viel trinken ist schlecht, gell? Es gibt auch Menschen, die sind an zu viel trinken gestorben. Mir geht's noch gut. Mein Herz pumpt nur sehr schnell. Ist das normal? Also ich finde, zu viel trinken ist nicht gut. Eigentlich reicht es vollkommen aus. Also man muss ja auch mal wieder sagen, typisch Industrie, ne? Natürlich sagt dir die Wasserindustrie, du musst genug von uns trinken. Trink so viel Liter am Tag von unserem Wasser. Dein Körper sagt also dir schon, wenn er was braucht. 2 bis 3 Liter ja. Ist so ja. Durchschnittlich. Genau, aber trotzdem aber sagt dir dein so Körper, wenn du was brauchst. Und natürlich sagt dir die Wasserindustrie, trink viel, am besten in unsere Flasche, das ist ja klar. Deswegen ein bisschen viel. Mein Wasser steht die ganze Zeit vor meinem Mund, die ganze Zeit, und ich muss nur ganz kurz. Ich höre wieder was piepsen. Das ist mein Bauch. Piep, 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 piep. Oh. Bin gleich da. Ist jetzt weitergelaufen die ganze Zeit oder ist sie stehen geblieben? Ich warte auf euch. Aber das Piepen ist hier echt laut. Oh, hier. Es explodiert gleich! Also zu viel auf einmal trinken, ja. Über den Tag verteilt nicht, aber trotzdem. Trinkt nicht zu viel. Ey, wo piept denn das hier? Trinkt viel, aber nicht zu viel. Irgendwo sehe ich das hier doch, oder? Ich sehe... Irgendwo am Baum? Bufo, warum machst du? Au, mein Kopf! Bufo, hör auf, du machst meine Rüstung kaputt! Hier? Hey, wo ist lieber dieses Ding zu finden? Das ist wahrscheinlich irgendwo echt am Baum. Ist das nicht hier dieses Grab? Nee. Oder? Oder ist hier irgendwas in den Büschen? Was ist hier? Am Kreuz, sagen die Leute. Wo ist denn das? Hier ist ein Kreuz. Ja. Also wenn ich ganz nah ranzoome, hätte ich gesagt, das ist hier das. Und wir brauchen eine Schaufel. Oder irgendwas. Können wir eine Schaufel craften? Ey, da ist ein Dingsmonster! Quatsch. Oh? Schade. Können wir uns eine Schaufel craften? Mann, dieser scheiß Arsch! Hüter! Da haben eine Knochenrüstung schon kaputt. Also wir können uns keine Schaufel craften. Schade. Nee. Muss man finden. Okay, dann lass uns zur Insel gehen. Zur Höhle. Aber ja. Das merken wir uns. Sobald wir eine Ding haben, eine Schaufel, müssen wir das. Genau. Boah. Zu welcher Höhle gehen wir jetzt gerade? Zu der, wo wir die Taucherausrüstung, glaube ich, kriegen. Ah, okay, I see. Die am Strand ist die. Ja. Und jetzt Zelte, Loot Time! Looti, Looti. Loot. Und speichern. Oh, wie arm der da eingekauert ist. Ganz traurig. Hä? Nee, also so traurig schaut er nicht mehr aus. Voll arm. Der ist doch nicht so gestorben, oder? Doch. Ja. Oh, hier kann man trinken. Voll traurig. Oh, wird echt mal wieder Zeit, ne? Essen, essen. So. Essen. Gnu rennt einfach in den Speedrun. Ich warte hier auf euch. Vor. Warte hier auf euch. Du sagst, dass du Speedrun machen möchtest. Ja. Dann packe ich das auch in den Titel. macht irgendwie die Axt, die große Axt, auch mehr Schaden in den Bäumen? Ja, ich glaube, oder? Sieht so aus. Ja, oder? Stell dich mal runter. Zerfallen. Es ist zerfallen. Wäre cool, wenn es so wäre, dass du einen Baum holzt und der sich direkt in seine Teile aufteilt, damit du ihn zu einem Baum machen kannst, als ein Baumhaus machen kannst. Was meinst du? Laufen ist echt anstrengend. Für meine Schultern und für meine Arme. Weil du wieder irgendeinen Typen mitschleppst? Nee. Es ist wegen seinem Handy. Er muss immer an sein Handy sein. Ja, wo weißt du das? Ich seh dich, ich bin hinter dir. Shit. Ja, als will die hier durch den Wald rasen, ohne irgendwie mal zu atmen. Ich trag sogar 2 Baumstämme mit mir. Warum? Das ist echt gestört. Bubu braucht das extra Gewicht. Das ist vielleicht. Sonst ist es zu einfach. Ey, das ist jemand. Da ist wieder einer. Okay, jetzt greifen die schon an. Tag 5. Ey, die haben jetzt aber. Warte mal, das sind andere, glaube ich. Die haben jetzt Klamotten an. Was? Ja, nein, was heißt Klamotten? Die sind getarnt. Die haben sich gegenseitig angemalt.
Ja, dann lauf. Okay. Ja, die können malen. Und was ist jetzt mit der Frau, die da irgendwie rumlatscht? Die beschützt unser Camp. Echt? Ist es so? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal. Ich weiß es nicht. Also ich habe gelesen, die soll uns helfen, wahrscheinlich, wenn wir eine richtige Basis bauen. Okay. Dass sie dann da drin ist und uns hilft. Und kann man mit der auch reden? Also sieht die aus wie ein Mensch? Ja, bis auf 3 Beine und 3 Arme. Also sieht ganz normal aus wie eine Frau, nur halt jetzt nicht, okay. Nur sie mutiert. Sie hat halt nur mehr von allem. Anderen. Und Klamotten an. Und sie hat ein T-Shirt an. Okay. Ein enges. Okay. Das ist sehr wichtig, das ist ein enges, kein lockeres. Okay. Ich hätte... Au! Das war Fufu. Fufu ist wieder am Träumen. Erstmal 2 Baumstämme auf den Kopf schlagen. So, da vorne ist die Höhle. Höhle, wir kommen! Wenn wir die haben, können wir tauchen. Oh, ich hasse es, in dem Spiel zu tauchen. Da vorne rennt wieder jemand. Sieht aus... Ist es die Frau? Hat sie ein blaues Oberteil? Nee, ein weißes Shirt. Nee. Ein weißes Shirt? Nee. Da ist jemand. Ist es jemand, der hilft? Was, Uga-Buga-Mann? Aua! Ist es jemand, der hilft? Also der Uga-Buga-Mann, glaube ich nicht. Ja. Warte, ich werf mal einen Baumstamm auf ihn. Der rennt weg. Okay, ist gut so. Dann weiß er, was gut für ihn ist. Ja, kein Baumstamm. Aber tut er uns irgendwas? Nö. Es ist so gruselig, dass sie einfach nichts machen, nur schauen. Okay, dann ab in die Höhle. Ab in die Höhle. So. Ich hoffe, die wird nicht hardcore. Aber ich glaube schon, weil damit holst du dir wirklich was Essentielles jetzt. Ins Haus. Ihr seid beide gemutet übrigens. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Sind wir gar nicht. Aber Maxi hat quasi keine Kopfhörer. Also der hat uns gestummt. Ja. Das macht er gerne. Okay. Das ist immer, wenn ihm alles zu viel wird. Ja, verstehe ich. Ich verstehe es. Er liebt es viel mehr. Der denkt bestimmt, wir antworten ihm nicht. Aber da ist jemand. Wie oder gruselig. Mehrere. Gruselig. Sollen wir da mal hin? Ja. Ein Fischi? Wollen wir da hin? Sollen wir mal hin? Ja, dafür. Komm, wir gehen mal hin. Der Fisch hat einen Baumstamm. Sind das Menschen oder sind ist das nur... jemand? Nee. Ja, das sind wieder Opfer. Was sind denn Opfer? Die zur Ab... Die da hinten sind Opfer. Die zur Abschreckung dienen. Wir haben nichts geschafft. Oh, warte, warte. Da sind... Nee, ich wollte gerade Tauben sagen, aber... Tauben, Friedenstauben. Die kann man für Federn. Für Federn. Okay, gibt nichts. Der soll mir irgendwie seinen Helm geben oder so. Das wäre voll cool. Ich glaube, das ist die Höhle, von der wir geredet haben. Hier ist so viele Tauben. Boah, die kann man verbackt ist. Ja, die kann man häuten. Kann man häuten, ja, für Fleisch. Bisschen Vogelfleisch. Fleischi. Soll ich hier mal unseren Speicherpunkt setzen, dass wir hier spawnen vor der Höhle? Ja, ich glaube, das wäre sehr gut. Okay. Seriously. Platsch. Sehr schön. So. Meine Rüstung. Ey, wir müssen. Puffo, hast du so einen Körper mitgenommen? Nee, ne? Nee. Rottenarm. Was soll ich mit einem Rottenarm? Ein Rottenarm. Ich hatte einen Baum schon mitgenommen. So, ist gespeichert. Baum. Oder ist es erst aktiviert, wenn wir dort schlafen? Nee, oder? Wenn ich speichere, nee, spawnen ich denke wir dort. Speichern. Ich baue mal mit meinen Federn ein paar Pfeile. Okay. Öffnen. Ah, ich habe Lederbeute gefunden. Puffo, diese Typen, diese. Lederbeuten. Ja, ich die kann man aufmachen. Oder ein. Die kannst du aufmachen, ne? Oh, ich hab 2. Yay. Ich hab auch 2. Das ist Medizin. Mal schauen, was ich rausbekomme. Oh, in der Medizin Höhle können wir, glaube ich, auch viel Medizin. Ich kann nehmen, Fufu. Und, ich weiß nicht, was damit passiert, wenn... Okay. Unsere Taschenlampis sind jetzt automatisch geladen. Ja, geil. Finally. Bam. Wie viele Pfeile mache ich mir? Ich mach mir mal ein paar Pfeile. Fufu, wir gehen schon rein, ne? Wartet doch mal hier auf den alten Sack. Boah, was wir alles sehen, so krass. Boah. Boah.
Okay, ich komme. Oh, genau, die Chips, die müssen wir kaputt machen, weil da kriegen wir Chips. Alle Compute, ja. Genau, nice, sehr schön, sehr schön. Oha, ihr macht alles kaputt, Sachbeschädigung. Wir stehen auch irgendwelche. Das ist so cool mit einer Taschenlampe. Ah, wir warten auf Fufu, bist du da? Ja. Ja. Gut. Sie Taschenlampe. Oh, hier ist wieder so. Taschenlampe ist echt stark. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ja, hier Computerchips, glaube ich, hier. Sollen vielleicht sicher, dass alle eine Taschenlampe raushalten sollen? Oder soll vielleicht nur einer? Ich würde sagen, auch sagen einer, dass nicht alle die verwenden, oder? Wo kommt ihr? Ja. Ich mache gerade noch Sachen kaputt. Viel Spaß. Danke. So, ich glaube nämlich, die Batterien sind gar nicht so. Hier, wir gehen rein. Also, bis jetzt habe ich keine Probleme mit Batterien. Okay. Ja, dann lassen wir die mal alle an, wenn wir merken, die gehen schnell aus, dann tauschen wir es. Meins wird langsam gelb. Was? Ja. Deswegen lass mich. So schnell? Ja, ja. Ich mach bis zum Rot ist ungefähr. Wie mache ich die denn wieder aus? Drück L. Mit L. Ah, ja, okay, die wird gelb. Das ist ein Strich weniger und die wird gelb. Ja, deswegen. Hier ist so ein Luftding, Oh, süß. Ja, wie heißt das nochmal? Der hier unten. Ah, ah, warte, warte, hier sind. Hier ist ein Tunnel. Warte mal, hier sind ganz viele Gegner. Warte mal. Granate. Oh ja. Nein, ich würde dich behalten, oder? Sicher, dass du Granate benutzen willst? Habt ihr einen Paddel gefunden oder irgendwas Wichtiges? Hey, das hat was kaputt gemacht. Ja, ist korrekt. Einfach oh shit, niedrige gemacht. Gesundheit schon wieder. Oh, wie nervig. So, gleich mal ein Tablettchen essen. Töte die! Oh, oh, dass der Rüstung gibt. Wir haben ja voll viel Taschenlampen, Batterien. Töte macht jetzt die an. Ich hab ihn. Bist du tot? Wer Gnu? Nö. Nee. Irgendwas ist hier. Au! Toxic. Da ist schon wieder einer. Du Schwein. Also einen habe ich gehäutet. Da ist wieder einer. Ich häute gerade. Ah, ich hab Hunger. So, auch wieder. Kann ich eigentlich auch häuten oder kann nur einer häuten? Ich weiß, okay, jetzt eine gute Frage. Kann immer nur einer häuten? Nein, es kann mehrere. Nee, ich glaube, ich kann die, die du schon gehäutet hast, nicht mehr häuten. Okay. Ich konnte die gerade. Der wurde gerade gehäutet, ich konnte trotzdem häuten. Ja, aber dann, ich kann den hier nicht mehr häuten, zum Beispiel hier. Ich den hier auch nicht mehr, komisch. Ey, ihr könnt die Pfeile übrigens wieder einsammeln, die ihr verschossen habt. Ja. Okay, gut. Wo sind die? Rüstung. Ah, jetzt, den kann ich gerade häuten. Also kann man es doch. Essen. Ah, okay, kommt man da wieder hier raus. Oh, hier sind ganz viele Schwimmwesten. Jetzt gibt es wieder mehrere Wege, gell? Hier hinten gibt es wieder Schwimmreifen und sowas. Ja, Fufu Gnu ist schon vorgelaufen. Nee, ich guck gerade nur, weil hier gibt es noch wieder einen weiteren Weg. Also ich weiß nicht, wo lang wir sollen. Ich habe Bauchgefühl, sagt mir rechts. Weil da gibt es halt Schwimmwesten-Zeugs, aber ich hoffe halt, dass da irgendwie eine Sackgasse kommt. Wir müssen alle im fast selben Moment häuten, dann geht's. Ich kann nur die Großen häuten, ja. Ja, ich glaube, nur gleichzeitig oder kurz darauf, solange man noch in der Animation ist halt. Ich habe irgendwie Angst, dass wir hier in der Höhle was verpassen. Weil wir in eine Richtung gehen und die andere komplett draußen, ne? Vernachlässigen, weißt du? Dass dann da eine Schaufel liegt, die wir nicht finden. Ja, wenn ihr so durchrennt, da würde ich auch nichts finden. Nur lass die Taschenlampe kurz draußen, dann mache ich kurz, dann mache ich Feuer. Okay. Das schaut cool aus. Seil? Eine Hand. Ich sehe jetzt echt wenig. Energies. Boah, ich brauche echt eine Taschenlampe. So. Hm. Ja, ohne Taschenlampe ist voll schlimm. Ich hab Tauchergerät, Alter. Hier. Das ist ein Hai! Oh mein Gott! Tauchergerät! Bitte, bitte! Ja. Du bist da ein Hai? Bei mir. Weiß nicht. Ja, ich hab den gerade auch gesehen, um Gottes Willen. Ah, Taucher, ich hab ein Tauchergerät! Yay! Das ist aber die Frage, sollen wir nochmal den anderen Weg lang gehen? Weil ich glaube, dass wir da echt auch noch was finden können. Ich habe irgendwie Angst, dass wir die Schaufel oder so jetzt übersehen. Das wäre echt ärgerlich, weil hier müssen wir jetzt tauchen. Ich glaube, hier in der Höhle finden wir halt nur Dings. Ich glaube immer, jede Höhle hat wahrscheinlich eine Sache. Glaubt ihr? Ja. Aber ich will da nicht rein, das ist ein Hai. Weil die Leute meinten, die gibt's auch die Schaufel noch. Ach, in der Höhle?
Ah, liegt keine der? Schaufel, okay. Dann. Ich denke dann wahrscheinlich eine andere. Mhm. Dann gucken wir mal, können wir den töten? Ja. Oh. Komm, lass den mal eliminieren. Nämlich gar keinen Bock auf Stress. Der sieht schon relativ am Arsch aus jetzt. Ich habe keine Waffe. Ich würde ihn sonst abschießen, einmal. Ich probiere mal die Pistole aus. Ich glaube, er ist tot. Oh, ich glaube, der ist. Ja. Okay, never mind. Ich probiere die Waffe. Pistole doch nicht auf. Aus. Ich kann ihn nicht häuten. Okay. Also die Leute meinen, gibt's halt noch eine Waffe, aber... Vielleicht in der anderen... Hä? Also hier in der Höhle soll es noch eine Waffe geben, wahrscheinlich den anderen Weg lang, aber jetzt lass uns mal schwimmen, oder? Hier jetzt ganz viel Knochen, Maxi. Ich glaube, dass wir hier schwimmen müssen, tatsächlich, ich glaube. Aber ich sehe halt... Müssen wir die anziehen oder hast du sie direkt an? Du hast sie direkt an. Ja. Oh, praktisch. Ich fürchte fast... Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, oder? Ja, Maxi, ja, genau. Puff, puff, weißt du, wo wir sind? Unter Wasser? Ah ja, ja. Gut. Richtig, wo weißt du das? Ich weiß es. Danke. Ich wette, jetzt kommen wir nur raus und das war's. Ich habe wirklich jede Höhle bis jetzt hat mir immer eine Sache bekommen und danach war's das. Ja. Das stimmt. Ich hätte da so Schiss, gell, dass es da dann nicht lang geht und man dann keinen Sauerstoff mehr hat oder irgendwie stecken bleibt oder was einstürzt. Ja. Ja, ich würde das auch in Real nicht machen. Warum bist du, hey? Oh, wir sind jetzt irgendwo draußen. Oh, beautiful. Wir sind wieder draußen. Das war vielleicht nicht so smart. Wieso? Ich muss beide mal wieder Pipi machen. Lampe in der Hand habe. Da steht unser Freund. Kann man die nicht wegpacken? Hm, die Taschenlampe? Ja, gerade der Heck haben die noch in der. Naja, aber im Wasser geht's, glaube ich, nicht. Muss man was snacken. Kann ich kurz Pipi machen gehen? Ja, natürlich, darfst du das. Sind das eigentlich Wodkaflaschen? Bis gleich. Okay, dann gehe ich auch mal auf Klo. Ja. Moment. Noch ein Wasser, sehr gut. Okay, wo ist denn die andere Höhle? Die Höhle ist da. Da ist noch ein Zuhause. Dann würde ich kurz das Zuhause mitnehmen. Und dann sehe ich hier eigentlich auch gar keine Höhlen mehr. Tatsächlich. Was würdet ihr als nächstes empfehlen? War in der Höhle noch irgendwas Wichtiges, was man holen sollte? Oder soll ich nochmal rein und den anderen Weg entlang gehen? Wisst ihr, wo wir die Schaufel kriegen? Die reizt mich doch schon sehr. Was für eine Waffe ist beim anderen Weg? Wieder da. Hallo. Ich würde gern tatsächlich nochmal den anderen Weg gehen, weil da die Leute sagen, da ist eine Waffe. Soll ich mal ganz kurz reingehen und schauen, ob sich das lohnt? Weil Gegner dürften jetzt ja nicht mehr drin sein, oder? Mikro, was für ein Mikrosturm? Ach, nee. Versuchen Witze zu sagen, glaube ich. Ich sehe, dass alles ausschlägt. War Fufu, kam Fufu mit dem Joke gerade genug? Was meinst du? Mit Mikros aus? Nee. Okay. Also, ich höre dich. Ja. Bist du in die Höhle wieder reingegangen? Genau. Und reingetaucht? Nee, ich gehe gerade nochmal von vorne rein, weil ich möchte gucken, ob der andere Weg, ob da eine wichtige Waffe ist oder ob ich sagen kann. Ist nicht wichtig. Wo war denn der Eingang nochmal? War der unten der Eingang? Der Eingang ist, wenn du nochmal auf die Karte blickst, direkt von dir, glaube ich, rechts. Einfach weggelaufen. Nee, ich gucke nochmal kurz in der Höhle, ob sich das lohnt, wisst ihr, weil die Leute sagen, da hat es noch eine Waffe. Da gab es noch eine Waffe. Genau, und ich möchte kurz gucken, ob sich das lohnt, ob da wirklich was ist, wo ich sage, das braucht ihr. Ich finde es lustig, dass Leute denken, dass man darauf reinfällt, dass Mikro stumm ist. Wieso? Was machen die denn? Oh, okay, jetzt Gegner. Mega funny prank. Wollt ihr vielleicht auch noch reinkommen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Oh, das ist süß. Dann warte ich auf dich. Ich sehe ja, wenn er das Mikro ausschlägt und so. Oder nee, ich schmeiß einfach mal eine Bombe. Was machst du denn schon wieder, Gnu? Ich warte hier in der Höhle. Gnu eigentlich weg? Einfach nur in die Höhle
Und dann findet ihr da tatsächlich... Warte, bist du in der Höhle? Genau. Ja. Den anderen Weg lang, weil die Leute gemeint haben, da ist noch eine Waffe und ich wollte für uns abklären, ob die wirklich so wichtig ist. Ja. Ich bin gleich bei Gnu. Muss man kommen? Muss jetzt erstmal zurückrennen. Gnu, bist du rechts lang gelaufen oder links lang? Geradeaus. Durchgehend. Au. Okay. So. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Ich komme nachgerannt. Und wir haben scheinbar alle auch noch das Tauchergerät an, sagen die Leute, ne? Ja. Aber ist doch nicht schlimm, oder? Ist es schlimm? Hallo? Weil man sieht es unten links am Bildschirm, aber ist das jetzt so schlimm, dass es da ist? Nicht, dass wir das irgendwie... Kennst du hier? Nee. Man nimmt's ja nicht in den Mund. Wie kann ich das ablenken? Ah, ablegen, so. Okay. Na, nicht, dass wir es irgendwie dann vielleicht doch vom Oxygen her verbrauchen. Wie hast du es abgelegt? Einfach drauf und dann steht da L ablegen. So. Können wir ein Lagerfeuer machen und kochen? Ja, gerne. Da haut das so viel Dauer. Oh, soll ich auch ein Zeltchen bauen? Von mir aus? Ich habe nur dreimal Fleisch. Deswegen. Ja, ich würde gerne hier, weil hier haben wir mehr Platz. So, dann mache ich mal hier ein Zeltchen. Bei den Babys, ne? Sind hier welche? Ja. Ja, aber Babys. Ach so, verdammt. Oder nicht to be. Babys to be, was? Du machst das Feuer, okay? Ja. Oder ist das gerade genug, dieses Feuer macht? Haben wir überhaupt Fleischi? Ja, ich habe dreimal Fleisch. Boah, ich habe ganz viel. Ich habe eins, zweimal Fleisch. Ich habe auch noch ein paar Beine und so, wenn ihr wollt. Beine? Die sind verrottet, meine Beine. Ja, ich auch, Fufu. Sind deine auch verrottet? Ja. Und nein. Jetzt warten wir auf Fleisch. Wir sind keine Veganer. Wenn wir Veganer, würden wir es wahrscheinlich nicht überleben. Das ist höchstwahrscheinlich korrekt. Naja, du könntest ja ganz viele Beeren essen. Das ist auch... Ja, oder Nüsse. Dann vielleicht. Bist du halt nur wahrscheinlich dauerhaft den ganzen Tag damit beschäftigt, Beeren zu essen. Aber Beeren haben echt nicht viele Kalorien, oder? Oder allgemein Nährwerte? Ess mal eins. Hm, geht. Aber ich hab ein rohes Fleisch da kommt aufgesammelt. Was kommt da? Baby. Wer meint? Gut. Gut. Ich gehe da mal kurz was essen. Lädt er die Batterie von alleine auf? Weiß ich gar nicht. Okay, wir können Batterien aufsammeln. Meine ist wieder voll. Cool. Wie lädst du die nach? Einfach nur auf die Batterie? Mhm. Batterie rechtsklick und Taschenlampe rechtsklick und dann kannst du kombinieren. Yay. Super. Hast du es gerade gehört? Ja. Warte, renn nicht nach vorne. Nee, ich mach nur kleine Schritte. Sind wir in der Hölle angekommen oder was leuchtet da so rot? Da war eine Waffe. Was, wo? Betäubungsgewehr, hier an der Hand. Oh. Was ist das? Wir gehen langsam weiter, oder? Was war denn da irgendwas hier? Was ist denn das? Warte mal, hier kommt man nicht lang. Ich glaube, wir können dann zurück, oder? Das ist ein Schleimmonster! Was, wo? Da ist ein Schleimmonster lang gekrochen! Das ist das, was die Sounds macht. Da kommen wir nicht lang. Hat er sich selber umgebracht? Da kommen wir aber nicht lang, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube dann, oder können wir das sprengen? Soll ich mal probieren? Ich weiß, wo ist Fufu? Ah, der ist mute. Oh. Ich müsste langsam mal schlafen. Mach doch mal mit Zeitbombe oder so. Können wir das sprengen, Leute? Ihr haltet übrigens diese Betäubungsgun oder den Taser richtig gangstermäßig. Echt? Ah ja, ich sehe das gerade. Fufu hinten seitlich. Fufu, mal gucken, habe ich eine Zeitbombe? Ghetto Gun. Kann ich den? Soll ich mal probieren? Mach ruhig. Dann aus dem Weg. Aber ja, diesmal bitte mich nicht umbringen. Vorsicht. Sehr lieb. Oh, warte. Nee. Nö. Okay, dann müssen wir zurück. Aber ich glaube, da wird noch bis gleich leer. Kannst du mit Batterien kombinieren? Ich glaube, wir finden aber einen Eingang da hin. Glaubst du? Ja, müssen wir. Als ob die nur zeigen, dass da ein Schleimmonster ist und das war's. Ich glaube, da kommen wir vielleicht irgendwie anders noch rein dann. Ja, oder wahrscheinlich. Das ist ein Bosskampf irgendwann. Können wir irgendwann schlafen? Ich habe jetzt schon über 34 Stunden durchgemacht. Ich bin sehr müde. Lass uns kurz raus, dann machen wir dann direkt im Zelt noch Haia. Haja. Was war das? Ein Schluck auf. Ah. Haja. Interesting.
So, richtiger Marathon, ey. Ja, ne, so viel könnte laufen. So viel in real laufen. Bin heute schon wieder 10 Kilometer gelaufen bei minus 5 Grad, das war mir schon zu viel. 10 Kilometer? Ja. Süß. Spaß. Ich, bei mir tut ab 20 Kilometer die Hüfte, die ja, Fußgelenke. Das ist also und, ab 20 ist, also ab 15 finde ich schon einfach so eine Qual. Da merkst du einfach. Wir hier? Sind wir hier lang gegangen? Ja, da hinten genau, da haben wir die Tauchausrüstung her. Okay, mein letzter Balken blinkt die ganze Zeit. Komm. Oh, er wechselt die automatisch aus, die Batterie. Ja, süß. Oh, cool. So, Kinder, ab nach Hause. Ins Zelt. Nein. Ich will nicht. Ey, wie einem da alles wehtun muss, die Füße, alles einfach nur. Aber denkt man an den Schmerz überhaupt in der Situation? Ich glaube, irgendwann schon. Also, wenn schon. Du von einem Monster verfolgt wirst, glaube ich nicht. Dann aber nicht, aber abends, wenn du dann irgendwo auf dem Boden schläfst und denkst, kacke, meine Füße. Oh, hier ja. ist ein Zettel. Okay, der ist zu überleuchtet. Danke. So, wunderbarst. Wir gehen raus! Free! Free Victory! Yeah! Kurz die schlafen? Ja, schlafi. Einmal aber speichern ganz schnell speichern. Ich leg mich schlafi. Und schlafi. Let's see go. Fufu! Warte. So, jetzt. Schlafi. Schön. Okay, sollen wir gleich nochmal schlafi? Ich will nicht nachts unterwegs sein. Und jetzt gleich mal essi, sonst sind wir gleich toti. Ich hab Kaltration. Okay. Ich hab Zeit. Durstig. Trinke. Ja. Ja, Yeet. Mann, Energy zum Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Gutes Wasser? Nee. Geil. Okay. Ja, hör auf mich zu hauen, Fufu. Du machst meine Rüstung immer kaputt. Das ist voll uncool. Mach ich gar nicht. Du hattest nur 5 oder so. Also die Heidelbeeren bringen ja kaum was, oder? Fufu, ich hatte 5 von diesen Fleischrüstungen und einmal Knochen. Und du hast jetzt einmal Fleisch kaputt gemacht. Das ist unnötig. Stop that. Energiemischung? Ach, guck mal, wir können auch Pflanzen miteinander mischen. Warte, den Gegenstand. Energiemischung, Aloe Vera, denke ich mal. Ja. Gesundheitsmischung. Okay, Aloe Vera ist halt zum Heilen, ja. Hm. Genau, was? 1. Ich habe keine Probleme mit Heilung. Ich habe 6-mal... Dings noch. 3. Ich habe einen Dosenöffner. Boah. Habe ich irgendwelche coolen Konserven? Hm. So, ich habe jetzt einen Healthy Mix gemacht. Den kann ich jetzt essen. Dann passiert rein gar nichts. Super. Okay, ihr kleinen Spazis. Lass mal gucken. Wo gehen wir jetzt hin? Ich würde gern nochmal hochgehen zur Höhle beim Flugzeug, direkt beim Flugzeug, weil irgendwo in den Bergen, bei den 7 Zwergen, da gibt es nämlich die Schaufel und die brauchen wir für so vieles. Okay, dann holen wir die Schaufel jetzt von den Bergen, von den 7 Zwergen. Ja. Okay, dann geht's einfach hier den Fluss hoch, ne? Zu den 7 Zwergen. Genau. Wir gehen zusammen. Kann man links oder rechts hoch? Ja, einfach hier so straight hoch, ja. Ich gehe rechts hoch. Mein Bauch sagt mir rechts. Okay. Ich bin schon oben. Ich auch. Ich habe einen richtigen Fußweg hier. Aber ich finde schade, dass man die Karte irgendwie nicht rauszoomen kann. Hey, man kann halt so ein bisschen rauszoomen. Ja. Also was heißt so ein bisschen? Das ist auch mehr als genug. Boah, ist das ätzend, wenn man da hochguckt. Da müssen wir jetzt hoch. Ja, tatsächlich, ne? Aber man geht halt instinktiv direkt weg von der Abschussstelle, von der Kälte nach unten, gell? Obwohl wir eigentlich oben auch hätten alles machen können. Ja, unten ist halt besser. Mhm. Glaube ich. Ja, also eine Basis würde ich auch eher unten bauen. Ja, auf jeden Fall. Bei ist der halt Höhle. Natürlich das Verhalten. Es hat wärmer unten ja, als oben, ne? Genau, deswegen ist es. Bei der Höhle, also bei von jetzt direkt rechts vom Flugzeug. Da waren wir aber schon, gell? Ja. In einer waren wir, genau.
Und kam mir ja doch, der kam mir doch. Genau, links und rechts vom Flugzeug, überall. Da waren wir. Das heißt, wahrscheinlich ist die oben beim Fluss. Nehme ich mal an. Ich frage mich auch, sind alle alle Höhlen schon eingezeichnet auf der Karte oder können wir auch andere finden? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist sehr windig, ne, by the way. Ja, das siehst du an den Bäumen. Ja, nicht, dass gleich ein Wirbelsturm kommt. Oh, stimmt, da stürmt es ja auch manchmal, gell? Sieht echt danach aus. Also bis jetzt, ich finde die Atmosphäre voll cool. Ich finde es voll toll, das Spiel. Ich bin richtig begeistert. Ich bin happy. Bombeeren collected. If you're happy and you know it, clap your hands. Habt ihr auch auf die Backe gehauen? Ja. Ja, ich auch. Du auch? Ich wollte nicht vom Laufen runtergehen. Ich auch nicht. So ein Fahrrad oder irgendwas wäre schon nice. Boah, weißt du, was auch geil wäre? Ein Golfkart. Oh ja. Ein Helikopter. Nee, das wäre episch. Dann siehst du doch gar nicht. Stimmt. Aber ich würde gerne wissen, wofür der Schlitten ist. Das wäre voll cool, wenn wir drei Schlitten hätten und dann auf dem Berg wahrscheinlich sind. Das wäre geil, runterrodeln. Vorsicht, mir ist gerade so ein... Ja, oh mein Gott, Leute. Ja? Hier hat's Elche. Hirsch, Elche. Elche. Wir können die um... Attacke! Ja, los, Pfeil und Bogen! Hä, mit Hand? Die werden uns so fertig machen, gell? Elche sind schon nicht ohne. Ja, die werden uns fertig machen. Rennt weg. Oh Mann! Richtig fertig gemacht. Also Elche sind eigentlich echt nicht ohne. Ja, wenn die einen angreifen, ja, wird da nicht gerne sein. Und dann müssen wir hier runter. Aber es schaut cool aus. Maxi, wie schnell bist du? Wieso? Du bist schon wieder da. Pinkelst du in eine Flasche? Nee, er hat doch so eine kleine Blase. Was soll denn da rauskommen? Aber wie schnell ist er? Ich meine, die Toilette ist genau nebenan. Ich lass mich nicht so schlecht auf der Toilette, er mutet sich nur. Ich lass einfach laufen, das ist halt das Ding. Sass. Sass. So, und jetzt runterrodeln. Ey, wie cool wäre das. Kann man die Bäume anzünden? Wo die sind, ich glaube nicht. Versuchst du es nicht im Trockenen, warum im Kalten? Ja, weil es kalt ist. Dann könnte man ein Lagerfeuer aus dem ganzen Baum machen. Yay. Wir sind da. Und hier ist jetzt gleich irgendwo die Höhle. Ich bin so stolz auf euch, Kadetten. Ja, wir haben es geschafft. Yeah. Ich habe immer das Gefühl, wenn man darauf geht, dass es zerbricht, irgendwie das Eis. Ja, ich auch. Ja. Aber wir haben eine Taucherausrüstung. Das wird auch uns die wir nicht angezogen haben. Ja, stimmt. Ist halt die Frage, ist es hier oben? Hier ist Wasser, warte, ich fülle mal meine Wasserflasche auf, während wir hier sind. Oh, guter Punkt. Güti, mache ich auch. Vor allem auch mal was trinken. Ja. Auch in Relief, ne Leute? Ich fange direkt wieder an, Kappa. Wieso kann ich das hier nicht auffüllen? Schön kaltes Wasser, brauchen wir nicht mehr in den Kühlschrank gehen. Kühlschrank reinpacken. So. Hier war ein kleines Camp, ne? Habt ihr gesehen, oder? Ja. Okay. Ja. Da ist auch gleich die Höhle. Ach, da. Ich speichere mal ganz kurz. Es ist May. Ist hier auch irgendwas oder ist das nur ein Speicherpunkt? Das ist nur ein Speicherpunkt. Ist das die Höhle? Oh. Ja. Wieso? Oh. Ist sie übel? Die scheint übel kalt zu sein. Ah, da. Haben wir nicht hier schon mal? Nee. Nein. Okay, das Wetter ist besser. Okay. Okay, coole Höhle. Dann let's go. Oh. Eishöhle. Hui. Hey, wir brauchen kein Licht. Ja, ich glaube nicht, dass es eine Höhle ist. So groß. Nee, das ist nicht die Höhle, tatsächlich. Oh, ah, da waren wir doch, oder? Ich hab keinen Platz mehr für Seile. Ich mach mir mal Knochenrüstung. Ah doch, das ist tatsächlich hier die Höhle. Hier waren wir noch nicht. Das ist ja lame. Aber da hinten ist noch eine. Ich mach mir kurz zwei raus Knochenrüstungen. So, ja, gibt's jetzt mehrere auch eine. Man hat ja kaputt gemacht, du doofe Kuh. Hier sind Seile. Ich hab nicht genug Knochen, Es gibt jetzt da hinten noch eine und das ist aber, glaube ich, in der Eislandschaft. Deswegen würde ich fast hier oben bleiben und zur anderen Höhle gehen, weil sonst müssen wir wieder runter. Oder wo sind die Seile hin? Das
Welcher willst du? Zu der links oder zu der... Zu der oben, weil die unten links, die ist schon wieder im Tal. Da müssen wir da runter. Wenn wir die oben machen, haben wir, glaube ich, echt alle Höhlen. War das die ganze Höhle oder war das jetzt nur Das war Höhle? Leider die ganze Höhle, ja. Voll doof. Kann es sein, Leute, dass das so eine blöde Babyhöhle war jetzt nur? Blöd. Ja. Sehr enttäuschend. Aber hey, da oben müsste jetzt eigentlich die Schaufel sein. Die Schaufel müsste irgendwo hier sein. Hey, wie es uns einfach nicht kalt ist, ne? Wir rennen hier hoch ohne Hand. Aber hier sind keine Monster, ist das schon aufgefallen? Die kommen hier nicht hoch. Die haben ja keine Klamotten an, die erfrieren. Ja, die haben keinen Bock. Die wissen, was gut für sie ist. Wohin gehen wir jetzt eigentlich? Zu der Höhle ganz oben noch. Genau, die ist noch ganz oben. Und dann können wir eigentlich... Dann gibt's hier oben nichts mehr. Aber die Leute meinten, es muss hier die Schaufel sein. Hm. Und ich möchte hier eigentlich nicht mehr hoch, deswegen würde ich jetzt gerne gucken. Du magst keinen Berg steigen? Nee, ich will hier nicht nochmal hoch. Ich fand das ganz arg anstrengend. Ich habe Angst vor Bergen. Ich finde Berge gruselig, ihr nicht? Nee, ich finde Wälder irgendwie schlimmer. Was findest du schlimmer? Wälder. Echt? Ich weiß, ich finde... Da kann ja alles versteckt sein. Ja, aber ich finde Berge auf, anhand der Höhe und dann hast du Höhenkrankheit und dann kann dir irgendwas abfrieren oder du kriegst oben durch die Gammastrahlung, wirst du blind. Gammastrahlung, man wird blind? Ja, wenn du zum Beispiel, wenn du auf den Mount Everest gehst, dann gibt's oben ist die Strahlung so stark, die Gammastrahlung, die wird man blind, da brauchst du eine spezielle Brille. Da gab es schon Leute, die sind auf Mount Everest und sind blind zurückgekommen. Oder halt mit Sonnenbrand auf der Hornhaut, das ist ganz arg gefährlich. Sonnenbrand auf der Hornhaut? Mhm. Gruselig. Gut. Wieder was gelernt. Einfach nur, und du kannst abstürzen und sonstiges. Das ist ja, das ist uns bewusst. Das Abstürzen ist ja das kleinste Problem, glaube ich dann. Müssen wir hoch? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wir sind voll die Bergziegen, ey. Also ich bin gerade an die Höhe gegangen. Ich glaube nicht, dass wir hier hoch müssen, nur ich weiß es nicht. Aber hier ist die Höhle. Ja, aber meinst du, die ist oben oder mehr? Ich glaube, dass die oben ist. Die Höhle ist doch viel weiter weg noch. Schaut mal auf die Karte. Ja. Aber von der Höhe her. Ich gehe oben rüber, glaube ich. Rechts über den Berg. Oder außen rum. Ich gehe oben rüber. Hier kann ich doch bestimmt hochgehen, oder? Klar, absolut logisch. Oh mein Gott! Komme. Alter, ich bin fast runtergefallen. Ich bin fast gerade runtergegangen. Wie cool. Yay. Yeah. Und jetzt, okay. Wer schneller hier ist ein ganz schmaler Gang oben. Was, echt? Ja, ja, wir sind zwischen Leben und Tod die ganze Zeit. Oh, fast runtergerutscht. Ich komme auch. So, jetzt bin ich auch oben. Oh Gott, ich weiß, was ihr meint. Guck mal, da seht ihr zur einen Seite und da ist ein riesen See da hinten. Ja. Da ist auch noch eine Höhle, um Gottes Willen, das ist so einfach. Das schaut so schön aus irgendwie, finde ich voll cool. Naja. Naja. Fortnite sieht schöner aus. Ey, ich würde da so gern mit dem Schlitten runterfahren. Ja, und dabei nicht sterben, das wäre geil. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwie... Oh, fuck. Bevor ich da hier... Ja. Nun geht einfach runter. Oh. Könnt ihr mich retten? Oh nein. Ja, ja, ich komme. Gut. Ich warte hier mal. Hab dich. Ich rutsch dann weiter schon. Fufu, Alter. Einmal ich warte sliden. Hier jetzt. So. Ich nehme mal Medizin erstmal. Ja, auf guter Gönnung. Punkt. Auf Leckerli. So. Warum ist hier... Nusa, die Höhle bei dir oder nicht? Ja, ich gehe gerade hin. Der Kay ist auch schon dort, glaube ich. Der Kay? Unser Homie. Ah, Palle. Der Palle. Balloon. Also ich hoffe, dass sie nicht weiter unten ist, aber die müsste jetzt eigentlich hier sein. Ich habe das Gefühl, die ist oben, aber... Nein, sag das nicht. Geht ja gar nicht. Nee, die ist hier. Nee. Oh, da ist auch ein Lager. Ja, ne? Cool. Wovor lebst du wieder? Looten eigentlich geschafft. Ich hab keine Ahnung, der ist noch richtig OP. Er weiß, wie man das macht. Warum ist hier eigentlich klack, Hulk? Klack, klack. Kann man hier nochmal kurz speichern? Nee.
Mach gleich hier ein Lagerfeuerchen, ein Feu-Feu. Oh, hast du das? Ah, hier ist die Höhle. Oh, hier ist ein Schlitten. Ja, Schlitten. Ja. Oh, ich kann das nicht. Warte, das ist ein Schlitten. Können wir da wieder einfach nur rein? Ich glaube, das ist wieder... Sag nicht, dass es keine richtige Höhle ist. Wieder so eine kleine Babyhöhle. Das gibt's doch nicht. Kann es sein, dass hier oben gar keine krassen Höhlen sind, irgendwie? Oh, so viele Seile. Not sure. Mach dir Rüstung. Hab ich irgendwas zum Kochen oder so? Nö. Und dann noch die Taschenlampe. Molotow-Cocktail, warte mal. Oh. Ja, den müssen wir auch noch erstellen. Ich mach mir mal ein paar. Ich hab eh zu viel Alkohol. So. Kann man eigentlich mehrere Sachen auf einmal craften oder muss man das immer einzeln machen? Ich glaube, man kann. Ich glaube, es ist einzeln, oder? Das ist aber eine sehr gute Frage. So. Was tue ich hier noch hin? Stimmt, ja, hier müssen wir schwimmen. Ich habe meinen Molotow-Cocktail. Ja, ich bin gerade schon in der Höhle, wir müssen hier schwimmen. Hm? Wir müssen hier schwimmen. Aha. Und da müsste dann die Schaufel sein. Okay, man kann scheinbar immer nur einmal was craften. Okay, so. Okay. Jetzt geht es ja automatisch an, oder? Nee, es muss man anziehen tatsächlich. Nee, ich glaube, du hattest das ja auch abgelegt. Ja, richtig. Stimmt, hast recht. Wo war das nochmal? Ah, hier. Jetzt hat er auf Ellen nicht mehr meine Taschenlampe. Gib mir meine Taschenlampe. Ah, tauchen. Cool, danke, Tort. Es gibt eine Online-Map. So. Okay, dann lass uns mal schwimmen. Ich komme. Ja, aber wir haben hier doch gar kein Internet. Wir sind auf einer Insel. Stimmt. Ja, ich glaube, hier unten geht's lang. Boah, wie gruselig, ey. Eklig. Wir sind hinter mir? Ja. Aber stell dir vor, du würdest hier irgendwo stecken. Schrecklich, ich würde da richtig durchdrehen, wirklich. Das wäre mein absoluter Albtraum. Und du siehst, wie dein Oxygen langsam runtergeht. Und du weißt, niemand ist in der Nähe. Ja. Genau das. Das nicht. Und dann schreist du. Was los? Ist da jemand? Ja! Oh, ja. Oh mein Gott! Warte. Okay. Ah, hörst auf! So, direkt mal das Ding hier ablegen. Um Gottes Willen, leg's doch ab! Ich glaube, das ist völlig egal, ob man es ablegt oder nicht. Oh, ihr habt schon schön geschnetzelt, ich sehe. Super. Das ging ja schnell. Ja. Da hat's noch mehr. Da kenne ich nichts. Wenn die mich erschrecken werden, sind vernichtet. Oh, Hilfe, mein Körper. Ist ja nicht so, als würde man nur direkt die Haut haben wollen. So. Wunderbar. Lass mich dich halten, süßer Junge. Okay. Essen. Kann ich eigentlich über noch mehr Rüstung dranlegen? Oh, Hilfe, ich rutsch runter! Du hast links neben dein Leben diese Rüstungsteile. Ich glaube, danach... Help me! Oh Gott, ich bin... Hey, warum? Oh. Ich... Genau! Ich seh nicht! Wie verzögert die Reaktion einfach kam, so geil! Ich seh gar nicht! Hallo! Hallo! Ich glaube, dass wir hier jetzt gleich fündig werden. Oh ja! Oh, wie wir hier die Dinger rumschmeißen einfach nur. Was ist denn das jetzt? Ich heile mich jetzt einmal, wenn ich es nehmen kann. Wenn man E gedrückt hält... Warte mal, wie ich das gemacht? Nimmst du es direkt in die Hand, ja. Ah. Oder du nimmst es ein. Also hier ist noch keine Schaufel, ne? Wie viel Medizin ist hier? Warum ist das so sassy? Ist ein Bosskampf jetzt? Ich höre hier... Ja, irgendwas kommt gleich bevor. Oh nein. Warte mal, holt eure richtigen Waffen raus. Also, ihr habt Pistolen und benutzt die nie. Ich will eine Pistole haben, ich kann die nicht benutzen.
Okay, ich bin. Oh, Granaten. Oh, oh, Leute, das ist wirklich sehr sassy. Ja, ja. Wollen wir nochmal hier speichern oder brauchen wir nicht mehr, ne? Oh, shit. Weiß nicht, sollen wir? C4-Ladung, ja, ich denke mal, hier kommt die. Wie viele Granaten? Warte genug. Warte. Du musst jetzt vorsichtig sein. Oh, ja. Warum? Wenn gleich ein Bosskampf ist oder so? Los, Gnu, schlag ihn! So. Frau gegen Frau, das ist fair. Oh. Hä? Der hat ja gerade geschossen. Halt noch die Kugeln ein bisschen. Rum. Das sind echt viele, ne? Ja. Ich nehme mal meinen Bogen, mit dem bin ich Alter. Besser. Komm, wie dunkel das jetzt ist. Oh, out. Reichen. Uiuiuiui. Zu hell. Ich mach ganz kurz mein Licht ein bisschen dunkler, aber meine Augen sind. Ist überall Gold. Dein Licht das dunkler? Das ist so putevoll. Ah, ja. Über Knochen. So viel Medizin, ich kann die gar nicht mitnehmen. Ist da jemand gefangen oder was war das? Das war, glaube ich, der gerade, der so komisch geschrien hat hier, gell? Das hört sich an, als hätte jemand. So viel Medizin. Das machen wir alles für eine Schaufel? Also, wir bringen ein ganzes Dorf um für eine Schaufel? Respekt. Ist wichtig. Respekt. Okay, die Crunchy Wunchies sind übrigens einfach nur Kelloggs. Ohne Milch. Trocken. Okay. Ich glaube, hier geht die Party jetzt gleich richtig ab. Lädt er die Taschenlampe selber nach? Ja, ja, macht sie. Nice. Ist hier noch irgendwas? Okay. Ich glaube, hier ist jetzt die Schaufel. Hier geht die Party jetzt, glaube ich, gleich richtig ab. Ihr also seid schon weitergegangen, ne? Ich warte auf euch hier. Achso. Ach, warte mal. Ich baue noch mal was. Jetzt noch mal ein paar Granaten schmeißen. Ja, wir haben so viele bekommen. Ja. Wir haben alles gerade bekommen. Ja, da geht noch einiges ab hier. Ja, da geht. Das sind auf jeden Fall krasse Dinge. Lass mal gucken, wo sind denn meine Grenades? Boah, mein Lager ist so voll, Alter. Catch a grenade. Ich bin mit Bogen, glaube ich, erstmal. Bam. Oh, der ist jetzt auf einmal hier. Warte, ich schmeiß mal. Vorsicht, Granate, weg, Granate. Hat's getroffen? Ich sehe die Granate noch nicht mal. Mensch. Das ist aber traurig. Aber irgendwas hat's auf jeden Fall getroffen. Ich, ganz ehrlich, scheiß auf Bogen, ich mach mit der Axt, da sehe ich wenigstens was. Oh, I'm down. Echt? Wie? Hilfe? Hast du keine Rüstung gehabt? Ja, ich hätte sofort. Aber ich kämpfe ja auch an der Front. Bin schon wieder down. Wie bist du down? Ja, der haut mich einmal, dann bin ich sofort wieder down. Warte, ich hol mal auch meine Axt raus. Aua, Hilfe! Hält dir. Du kannst mit Rechtsklick blocken. Das kann, ja. Ich kann nicht blocken, weil der direkt kommt und mich killt. So, erstmal eine Pille. Okay, den habe ich. Let's go. So, wo ist das Schwein? Brauche ich erstmal wieder meine Taschenlampe. Ist ein toter Schwein. So, sehr gut. Erstmal häuten. Aber ich habe schon wieder ein bisschen Rüstung verloren. Hier ist schon wieder einer. Ja, die Dinger sind echt wirklich eklig. Hier häuten. Hinter dir, Maxi. Taschenlampen. Ich habe irgendwas hier. Taschenlampenrekorder irgendwas. Habe ich. Ah, danke. Oh. Oh, hallo. Wer hat mich gerade von euch gehauen? Ich wollte den einfach nur eliminieren. Da habe ich im Leben verloren. Sorry. Bist du auf dem Boden? Nee. Oh. Ah, oh mein Gott. Au. Was ist mit dem Fall? Lass mich dich häuten. Ja. Ich kann ihn. Also ich sehe hier sonst nichts. Ist hier vielleicht irgendwo die Schaufel? Wir sehen die nicht. Das war niemals der Endgegner, oder? Nee, ich weiß auch gar nicht, wo es hier weitergehen soll. Ein Kleber, ein Pfeil. C4. Kann es sein, dass man vielleicht irgendwas aufsprengen muss? Sonst kann auch sein, ja. Weil so viel C4 und alles, was man bekommen hat, ist schon sassy. Wir kriegen wirklich unglaublich viel, ne? Hm. Du bist aber am Anfang oder bist du am Ausgang? Nee, ich bin hier, ich weiß es gerade gar nicht. Geht's hier weiter? Von da sind wir, glaube ich, von da sind wir gekommen. Ja, auf jeden Fall, genau, hier sind wir rein. Hier hinten ist noch irgendwas. Ich glaube, die links. Mhm. Babys! Jo, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht, hier bei mir. Mhm. Da sind Babys. Ja, ja, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Au. Wo
waren das die wieder hin? Hier geht's weiter. So viele Leuchtraketen und so. Ja, irgendwie verwenden wir gar nichts. Wir sind voll sparsam. Wir brauchen halt irgendwie nichts verwenden gegen die. Hier so richtig schwer, aber wie will man auch die richtig gut verwenden hier? Ja. Hier ist die letzte Mission weitergegangen. Okay. Und diese da müssen wir wieder tauchen. Die schauen nicht mal so. Oh, ich mach mir mal Rüstung voll wieder. Tauchen, Leute. Wer will vor? Ich nicht. Echt? Ich kann vorgehen. Wie schaut mein Kopf eigentlich aus? Mit so Fleisch. Oh, fürchterlich. Oh, Gott, noch voll den Darm so im Gesicht. Schrecklich. Null taucht vor? Ja. Ich weiß aber nicht, wohin. Genau da lang. Einfach weiter genug. Oh, da sind wieder Friends. Ui, hat jemand eine Granate? Granate, Granate. Mach schnell deine Granate, Fufu. Wieso mach ich mein dummes Inventar nicht auf? Ah, jetzt. Vorsicht, Granate genug. Oh, shit. Aber war gut. Ich glaube, weiß nicht, ob Fufu genug Leben verloren hat. Hier sind noch ganz schön viele, gell, am Leben. Wo ist meine... Wo ist mein... Warum holt er jetzt sein das dumme Ding nicht raus hier? Ist doch nervig. Ich halte ihn mal. Oh shit, ich bin schon wieder down hinter mir. Hilfe. Hä? Hinter mir? Ah, das ist Fufu. Wo bist du? Ach da. Hä, wieso bist du schon wieder down? Weil der mich von hinten weggeklatscht hat. Oh, genug. So, nur echt die ganze Zeit down. Ja, genau die. Die hat mich von hinten einfach weggeklatscht. Nervig. Jetzt nicht mehr. So, ich brauche mal ein Tablett. Tut weh. Oh, die hat mir 3 Schläge reingehauen. Scheiße. Rüstung weg, oder was? Nu, hast du überhaupt Rüstung? Nee, gar nichts mehr. Aber ist nicht schlimm. Ihr geht jetzt vor. Ich überlasse es jetzt euch. Hier ist überall noch Miet, was du machen kannst. Ich finde das aber so eklig. Ach, deswegen machst du es nicht, aber du stirbst lieber, oder was? Ja, ich habe ja euch. Man ist halt wirklich One-Shot ohne diese Rüstung gefühlt. Ja. Ist noch irgendwas, was man häuten kann? Oder hast du schon alles? Ich hab alles. Okay. Ich bin voll. Ich hab noch ein bisschen extra sogar. Euch jetzt auch. Ganz viel Babys. Oh, schau mal, schau dir, ich will dich anschauen. Ich bin voll Fleisch. Ja, du bist einfach ein kompletter Fleischklumpen. Ich noch nicht ganz, oder? Nee. Du hast noch Knochen. Einen Arm und ein Bein, glaube ich, ja. So, da vorne hat so ein zusammengewachsenes Monster. Ich will, ja. Hier, was willst du? Ich hab die ganze Zeit diesen Ding zu... Okay, jetzt auch noch an. Ja. Oh, ich hab einen Molotow, warte mal. Du, warte, Nick, lass uns vor doch. Hä? Ich hab gerade 2 Molotows geworfen, ohne die anzuzünden. Oh, vorher. Geil. Oh, ich bin schon wieder dead. Ich bin so dumm. Hilfe! Ich bin wieder dead. Meine Tasche ist leer. Bist du gegen Baby gestorben? Ja. Ich habe keine Batterien mehr. Echt jetzt? Oh, stimmt, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, ne? Oh, verdammt, ich nimm mal mein Feuerzeug schnell raus. Hä? Willst du nicht irgendwann mal häuten, die Dinger? Doch, was gleich. Ich muss mal kurz das hier ausziehen. Ablegen. Warte, wo kam ich das? Hä? Hallo. Wo ist denn die große Axt? Sehe die gar nicht. Die ist rechts. Dem Feuer. Nee, aber wenn ich schnell Ausrüstung mache. Oh. Ich habe den Molotow. Musst du auswählen, musst du reinpacken in deinen Rucksack. Einfach. Ach so, das könnt ihr mir gleich mal zeigen. Dankeschön. Oder was um was ging's? Du kannst den Rucksack ja kastomieren. Rechts in der Box ist dein Rucksack. Kannst du hinpacken und kannst du selber aussuchen, was du wie möchtest. Ich brauche Batterien. Oh, kann ich dir gleich geben? Schaufel! Oh ja! We got it! Oh! Was ist das denn? Oh, was ist denn das? The Cube? Holy shit! Was ist das? Können wir da lang? Da will ich hin. Nee, da können wir gar nicht lang. Was ist denn das? So ein Forschungslabor bestimmt. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ein Forschungslabor. Ich wette, da kommen wir eh noch rein. Ja, safe. In 10 Stunden. Definitiv. Denitiv. Denitiv? Denitiv. Nicht das Genitiv? Das Genitiv.
Okay, müssen wir jetzt wieder zurückschwimmen? Ja. Echt? Es gibt keinen einfachen Weg hier raus, einen, der schneller geht? Was ist, wenn dein Teil leer wäre? Dann wärst du doch voll am Arsch. Ja, allerdings. Dann musst du halt so tauchen und sterben. Stimmt, und dann tauchst du zu deiner Leiche und stirbst wieder und dann... Und hier lag irgendwas. Ah, ja, Geld. Richtig. $31. Wenn wir zurückkommen, haben wir Geld. Ja, $200. Ja? Wo kommst du denn her? Ey, warum lebt er denn jetzt schon wieder? Okay. Okay, lauft. Guter Plan. Ich dachte gerade, ich bleib stehen und heb dich dann wieder hoch, wenn du stirbst. Ja, das ist, glaube ich, echt hier so ein Forschungslabor. Das machen die hier unten, deswegen sind auch die ganzen Monster in den Höhlen. Diese komischen Mutierten. Das war ja auch im ersten Titel, dass sie richtig viele coole Monster... Hat eine geheime Höhle im Wasser? Ich hoffe, die machen das auch gut. Bei mir schreibt gerade ganz viele geheime Höhle im Wasser. Geheime Höhle im Wasser. Wollen wir noch mal zurück? Lügen die? I don't know. Ich habe nichts gesehen. Ich würde den mal kurz speichern, oder? Achso. Wir können kurz speichern, aber... Falls wir da irgendwie eliminiert werden. Warte mal. Ich habe kein Tuch mehr. Alles gut, ich bin stacked. Wir planen, ne? Ja. Tada. Und ein Stäble. Eine Höhle mit Munition. Okay, lass mal gleich gucken. Yay. Speichern einmal kurz und dann gucken wir nach. Okay. Keine Schaden, um mal nachzugucken. Okay, gespeichert. Let's go! Let's go! Da war anscheinend eine geheime Höhle. Eine geheime Höhle. Im Wasser jetzt gerade, wo wir durch sind. Wahrscheinlich eine, wo wir schneller rauskommen. Oder vielleicht bei einem anderen Wasser davor. Da gibt es ja noch eine Wasserstelle. Ich glaube, da, wo wir gerade geschwommen sind, deswegen haben die das alle gesehen, oder? Weiß ich, das ist aber als ob wir alle. Alle haben es gesehen, keiner von uns. Links. Okay, vielleicht das rechts jetzt von uns, weil wir. Ja, wenn wir jetzt zurück sind. Aber was ist, wenn der Kommentar schon älter ist? Kann auch sein. Oh, hallo. Vorsicht, da ist ein Viech. Alles gut, bin rüber gesprungen. Ich auch. Bin nur tot. Ich wollte ihn einfach nur nochmal. Ich dachte gerade. Wie, sie ist tot. Ah, Tatsache hier. Ja. Oha, warum haben die Leute so gute Augen? Warum haben wir so schlechte Augen, hä? Danke, Chat, ihr seid die Besten. Ja, ihr Süßis. Die sind so scheiße. Warte mal, hier ist aber gerade gar nichts. Hier ist einfach so eine Falle. Ach, gleich. Hier ist Geld. Ah ja. Money und eine Taucherflasche. Boah, Chat, die macht alle hier, wie wir alle hier zu lange, ne? Da hinten ist doch so eine Taucherflasche. Hier an der Ecke, ne? Habt ihr die genommen? Wo? Da hinter dem Koffer. Nicht, dass ihr die überseht. Ich habe einfach durchgespammt, ich habe alles. Okay, ich glaube, das war's. Das war so special Loot. Ich bin gleich durch. Ich bin durch. Ja, ich auch. Was, ernsthaft? Ja, ja, wir haben Abkürzung genommen. Aber geht's überhaupt weiter? Ja, wir kommen bestimmt. Wir gehen wieder zurück. Oh, nice. Wir sind beim... Wow. Schau mal hier. Ja, das ist... Oh mein Gott, das ist halt cool. Egal. Geheime Höhle. Einfach genau daneben. Hey, wo kommt... Nu, hier ist ein Riesending. Oh, oh. Explosion. Vorsicht, Granate. Hast du? Ja. Perfekt. Coole Animation. Hat's was gebracht? Wirklich? Ja, er ist tot. Nice. Ich habe einen Arm aufgenommen. Hey, wo ist meine Waffe? Hier geht's runter. Ui. Okay, ich habe mein Bauch sagt mir gefährlich, aber okay. Egal. Ja, wir kriegen das hin. Aber so einen richtigen Endgegner hatten wir auch noch nicht, ne? Nee, Boss hatten wir noch gar nicht. Oh, kommen wir wieder zurück? Wir sind draußen! Woo! Was ist denn das für ein Weg? Hä? Nice. Wir müssen irgendwo anders rauskommen. Ja. Oha, was ein Wind. Wunderschön. Wollen wir nochmal speichern hier irgendwo? Oh, was wir machen? Yes. Nochmal ein Zelti bauen. Das wäre so schön. Hm.
So, Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, freue ich mich auch sehr. Und Tipps und Tricks und Kommentare. Ich freue mich sehr. Wir haben die 3 Folgen jetzt am Stück aufgenommen. In der nächsten Folge werden wir alles beherzigen, was ihr geschrieben habt. Und lasst auf jeden Fall Liebe bei den anderen beiden dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge.